Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Asterix Jubiläums Edition. Alle weiteren Informationen zu diesen Filmen und dem Boxen halt, sowie natürlich auch die Links zu den Filmen und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Asterix Jubiläums Edition. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Film. Jawohl, diese Box beinhaltet die allerersten 7 Asterix Filme. Wir haben hier eine blaue Box. Hier oben lesen wir Goscinny und Uderzo. Das sind die beiden Schöpfer, die Väter von Asterix. Dann lesen wir hier Asterix Jubiläums Edition, 7 DVDs. Und ansonsten haben wir hier eben Asterix, Obelix und Idefix abgebildet. Hier unten Informationen. Hier lesen wir Asterix Jubiläums Edition, 7 DVDs. Hier auch nochmal Asterix Jubiläums Edition. Und auf der Rückseite lesen wir, was sich hier drin befindet. Und zwar haben wir hier Asterix der Gallier, Asterix und Kleopatra, Asterix erobert Rom, Asterix Sieg über Caesar, Asterix bei den Briten, Asterix Operation Hinkelstein und Asterix in Amerika. Beim Teutates, das muss gefeiert werden. Auch nach 50 Jahren meistern Asterix, Obelix und die Dorfbewohner jede Menge Abenteuer mit viel Witz und tollen Ideen. Pure Unterhaltung für die ganze Familie und ein absolutes Highlight für jeden Comic-Fan. So, dann haben wir noch die Infos bezüglich der Sprachen, Untertitel und so weiter. Insgesamt 520 Minuten und einen Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier rausziehen. Wir haben hier so einen Schuber und das ist dann die eigentliche Box. Hier lesen wir wieder Asterix Jubiläums Edition. Hier haben wir Asterix und Idefix abgebildet. Ab 6 Jahren ist das Ganze freigegeben. Hier auf der Seite auch noch Obelix zu sehen und auf der Rückseite eine ziemlich karge Landschaft. Ja, wir schauen rein. Hier nochmal Asterix zu sehen, der hier den Römern gegenübersteht. So, und es geht hier los mit dem allerersten Zeichentrickfilm, und zwar Asterix der Gallier. Dieser Film ist aus dem Jahr 1967. Dann Asterix und Kleopatra aus dem Jahr 1968. Asterix erobert Rom, 1976 erschienen. Asterix Sieg über Caesar aus dem Jahr 1985. Dann Asterix bei den Briten, der ist 1986 erschienen. Asterix Operation Hinkelstein aus dem Jahr 1989. Und der letzte in dieser Box, Asterix in Amerika aus dem Jahr 1994. Ja, es gibt ja mittlerweile diverse weitere Filme. Unter anderem kamen dann 2006, 2014 und 2018 noch 3 weitere Zeichentrick- bzw. dann schon Animationsfilme. Und es gibt ja auch 4 Realfilme, also mit richtigen Schauspielern zu Asterix und Obelix. Ja, aber wie gesagt, in dieser Box die 7 ersten Filme, allesamt Zeichentrickfilme und hier das Ganze noch in so blau-weiß gestaltet, also erinnert ein bisschen an den Anzug bzw. an die Hose von Obelix. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Edition Asterix Jubiläums Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box bzw. den Filmen? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Filme feiert, falls ihr Asterix unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.